Fake Leaks. Wir alle sind irgendwann mal auf einen reingefallen, haben einen mitbekommen oder vielleicht sogar einen verbreitet. Doch trotz des unbeliebten Status, den sie haben, faszinieren sie uns immer wieder und statt dass sie aufhören zu existieren, werden sie immer mehr. Doch wie kommen sie überhaupt zustande und wer verbreitet sie? Die Gaming-Gerüchte. Die Antwort darauf, wie Menschen überhaupt darauf kommen, einen Fake-Leak in die Welt zu setzen, liegt wie bei allem in uns Menschen als Wesen. Menschen lieben es einfach, sich interessanter zu machen, als sie sind, etwas zu erzählen zu haben, über etwas sprechen zu können. Und so kommt es schnell mal vor, dass Lügen erzählt werden oder die eigentliche Wahrheit komplett überzogen wird. Und das ist nicht erst seit den letzten Jahren so, sondern schon immer. Bereits in den 70ern begann das Ganze. Es waren noch simplere Zeiten. Damals gab es noch keine Industrieinsider, keine Leaker. Die Informationen, welche die Konsumenten von den inneren Vorgängen der Videospielindustrie hatten, waren rar gesät. Und trotzdem verbreiteten sich schon damals Gerüchte durch simple Mundpropaganda. Hey Paolo, wusstest du, dass gerade an Coolspot 2 gearbeitet wird? Hä, wie nice. Yo, Johnny, wusstest du, dass gerade an Coolspot 2 gearbeitet wird? Gaetano hat's mir gesagt und warum sollte er lügen? Hä, aber, yo, wie nice. Moggy? Ja? Ich hab's gerade erfahren, Coolspot 2 ist mittlerweile bestätigt. Okay. Wow, das war sehr überzeugend. Ich glaube jedes Wort dieses Gerüchts. Und genau so verbreitet sich die Scheiße. Mundpropaganda ist halt nach wie vor stärker als man denkt. Dadurch kamen damals Gerüchte auf, wie das Luigi in der Originalversion von Super Mario 64 spielbar ist, indem man tausende Male um die Statue läuft oder irgendwas anderes völlig Abstraktes tut. Auch nice, ein Gerücht darüber, dass Sony die komplette Firma Nintendo aufkauft, nur um Mario als Charakter im Fighting Game Toshinden 2 zu haben. Yohai McDonald's, also eigentlich brauche ich nur die Lizenz zum Big Mac, ich würde dann den ganzen Laden kaufen. Die Mundpropaganda war damals das mächtigste Werkzeug, um ein Gerücht in die Welt zu setzen und teilweise haben Gaming-Magazine sowas noch befeuert. Es gab Magazine, die behaupteten, geheime Codes zu haben, wie man Luigi in Mario 64 freischalten kann, die dir sagten, dass Mew unter einem Truck in der ersten Pokémon-Generation versteckt ist und so weiter. Es ist unfassbar, wie viel Scheiße die ganzen Magazine damals teils gelabert haben. Die Gaming-Gerüchte der 80er und 90er sind aus der Sicht des heutigen Internets halt so absurd und um manche Dinge aus dieser Zeit ranken sich bis heute Legenden, wie zum Beispiel das Spiel Polybius. Dieses Spiel soll es zur Arcade-Zeit wohl gegeben haben, doch nach nur einem Monat wurde es wieder vom Markt genommen. Angeblich soll das Spiel nämlich unterschwellige Gehirnwäsche betrieben haben und dich bis in deine Träume verfolgt haben. Ich glaube, das ist wahr. Aber wie eigentlich immer war das Ganze nur absolut überzogen und dieses Spiel hat in der Form nie existiert. Doch die Legende wird wohl nie sterben, denn bis heute sind Leute felsenfest davon überzeugt, dass es die Wahrheit ist. Doch ganz selten gibt es tatsächlich Gerüchte, die extrem absurd klingen, sich dann aber bewahrheiten. Jahrelang ranken sich Mythen darum, ob Atari ihre gescheiterten IT-Spiele, von denen sie zu viele produzierten, in einer Wüste vergraben haben, und tatsächlich wurde dieser Mythos als wahr aufgedeckt. In den frühen 2000ern, als das Internet noch ein anderer Ort war und die Leute darin noch naiver, wurde es aber vielleicht noch schlimmer mit den Mythen. In Internetforen konnte jeder irgendeinen Mist behaupten und die Leute haben es direkt aufgefressen. Ein Highlight-Gerücht war da zum Beispiel, dass der Terrorist Saddam Hussein tausende PlayStation 2s benutzt hat, um einen Supercomputer zu Kriegszwecken zu bauen. Wieso könnte das der Plot von einer Danny Phantom-Folge sein? Durch irgendwelche billigen Mods konnte man damals auch sehr gut Leute beeindrucken. Einfach ein paar Texturen abändern und schon denken Leute, es ist irgendwie möglich, Lara in Tomb Raider nackt zu spielen. Oder auch das größte Legendengerücht, Bigfoot existiert in GTA San Andreas. Was ein Scheiß, er ist doch nur in der Alkali-Folge. Das Lustigste an dem Gerücht ist sogar noch, dass es so weit ging, dass sich die Entwickler selbst in GTA 5 mit einem Bigfoot-Cameo darüber lustig gemacht haben
Und das zeigt nochmal, wie viel Auswirkungen solche dämlichen Gerüchte überhaupt haben können. Mit den Jahren wurden aber eben diese kleinen, schlecht gemachten Mods wirklich gut und durch bessere Software konnten selbst Normalos echt glaubwürdige Leaks erschaffen. Ich erinnere mich da zum Beispiel an Super Mario Galaxy DS. Ich habe damals so fett geglaubt, dass es echt ist und war mega gehypt, aber auch das war einfach nur ein für die Zeit sehr gut gemachter Fake. Doch auch damals gab es sogar Fake-Leaks zu ganzen Konsolen. Nintendo On war halt ein Ding. Ein VR-Headset im Jahr 2005, dazu ein neues 3D-Mario und Metroid? Ich habe keine Zweifel, das muss echt sein. Es war ein Fake! Aber zugegeben, über die kommenden Jahre gingen auch langsam die letzten Ungereimtheiten weg und es ist zu Konsolen-Fake-Leaks gekommen, die echt relativ professionell wirkten. Bevor die Switch offiziell angekündigt wurde, gab es halt etliche Fake-Leaks zur Konsole, die mit richtigen 3D-Druckern gemacht wurden. Zum Beispiel dieses Teil hier. Junge, ich erinnere mich an den Tag, wo der Leak zu dem Teil kam und jeder Angst hatte, dass das die Switch wird. Gerade weil Nintendo auch ein ähnliches Patent hatte. Aus heutiger Sicht wirkt die Angst, die Leute hatten, lächerlich. Aber ihr müsst bedenken, wir reden von der Firma, die das hier gemacht hat. Doch mit der Zeit wurden natürlich nicht nur Konsolenfakes sehr glaubhaft, sondern natürlich auch welche zu spielen. Der Majora's Mask Remake Trailer zum Beispiel. Er ist bis heute wunderschön und macht einen sehr guten Eindruck, wodurch man echt ein bisschen traurig ist, dass es Fake ist. Am Ende geht aber nichts über die klassischste Form der Fakes. Die lokalen Gerüchte. Ob auf dem Pausenhof, Arbeitsplatz oder bei einem Treffen mit Freunden, jeder hat schon mal eine Lüge aufgetischt bekommen oder sogar selber eine verbreitet. Ich erinnere mich noch, wie ich mit 6 Jahren mal in einem Restaurant war und mich dort mit einem Jungen über Super Mario Galaxy unterhalten habe. Um irgendwas Interessantes zu erzählen, habe ich ihm gesagt, dass wenn man in einer Mission über 100 Münzen bekommt, man geheime Galaxien freischaltet. Bis heute sitzt er in einer Zwangsacke in einem Keller eingesperrt und sucht nach den geheimen Galaxien. Was aber auch gut war, die ganzen Gerüchte über die Pokémon Games. Ich glaube, bei keiner Spielereihe wurden jemals mehr falsche Gerüchte erzählt. Ein lokales Gerücht, was mir damals beispielsweise erzählt wurde, ist, dass du in der 4. Pokémon-Generation das Pokémon Bim bekommen kannst, das aber deinen Spielstand direkt danach löschen wird und dein DS kaputt macht. Bim war angeblich die Weiterentwicklung von Simsala, die sich nur auf Level 100 mit Tausch entwickelt und kommt vom Zauberspruch Abra, Kadabra, Simsala, Bim. Ich habe dieses Gerücht geglaubt. Eine Sache, wo ich auch immer wieder überrascht bin, dass Leute darauf einen Scheiß geben, sind die berühmten Leak-Listen. Also irgendwelche ausgedruckten Zettel, wo das gesamte Line-Up einer Präsentation in Stichpunkten steht, so als würde es das irgendwie glaubwürdiger machen. Völlig an den Haaren herbeigezogen. Absoluter Fake. Wow! Ich weiß auch nicht, wie Leute sich das vorstellen. Wieso sollten überhaupt solche ausgedruckten Leaklisten existieren? Und warum sollte man sie Leuten geben, die es veröffentlichen könnten? Hier ist Steve aus der Buchhaltung. Das ist der Verlauf unserer Präsentation. Das ist ja ein Killer-Line-Up. Eine Sache, die wiederum deutlich glaubwürdiger ist, die aber einfach schade ist, sind Shop-Listings. Manchmal passiert es halt, dass Shops wie Amazon, GameStop oder andere Geschäfte, die Videospiele vertreiben, die Informationen, welche sie vom Publisher bekommen, aus Versehen schon etwas zu früh veröffentlichen, noch bevor die eigentliche Ankündigung stattfinden kann. Es nimmt einfach den gesamten Überraschungseffekt raus, wenn das Spiel dann wirklich angekündigt wird. Aber auch hier muss man sehen, es gab schon oft genug Listings, die sich am Ende als falsch herausgestellt haben. Von daher auch sowas niemals als bestätigt ansehen. Man sollte einfach immer hinterfragen, egal wie glaubwürdig etwas erscheint, sonst geschieht so etwas wie beim Rayman in Smash 4 Leak von Arzi Omni. Also erstmal, der Bruder hat ja mal mega sicke Haare. Aber sein Leak war sogar noch krasser. Mit simplen Video-Editing konnte er nahezu fehlerfrei Rayman in den Character-Select-Screen packen und ich erinnere mich, wie es damals halt jeder geglaubt hat und anschließend enttäuscht war, als bekannt war, dass es ein Fake ist. Das hätte man halt einfach vermeiden können, wenn niemand diese inoffizielle Sache so ernst genommen hätte.
Aber bei Smash Bros. Im Gesamten versuchen die Leute eigentlich immer zu leaken, wer noch ins Spiel kommen wird, oder stellen Theorien auf, die extrem an den Haaren herbeigezogen sind. Wer erinnert sich noch daran, wo Leute wegen einem simplen Stuhl felsenfest davon überzeugt waren, dass Waluigi der nächste Smash-Charakter wird? Ich meine, Theorien aufstellen und so ist immer cool, aber manche Leute verlieren sich echt viel zu sehr in kleinen Details und glauben dann mit hundertprozentiger Sicherheit an ihre minimalen Indizien, und sehr oft ziehen sie andere dann noch mit rein, die es ebenfalls anfangen zu glauben. Oft ist es auch so, dass irgendwelche Content-Creator zu einem Gerücht ein Video machen und über dieses sprechen, was auch völlig legitim ist. Aber egal wie stark sie betonen, dass man Gerüchte immer kritisch betrachten sollte, irgendwelche Kinder gehen dann immer davon aus, dass es bestätigt ist. Hört auf damit. Aber Nintendo hat gesagt, es stimmt. Nein, hat er nicht. Super viele Kinder und verlorene Seelen interpretieren bei einem Bericht über ein Gerücht halt direkt die Bestätigung von diesem mit rein. Und die Content-Creator können meistens nicht mal was dafür. Sie erwähnen eigentlich immer, dass man nichts 100% glauben sollte, und trotzdem sind super viele Kinder dann enttäuscht, wenn etwas nicht eintrifft. Manche Menschen müssen einfach aufhören, sich selbst immer wieder falsche Erwartungen zu machen und sich an den nächstbesten Fake zu klammern. So wird man nie zufrieden sein. Mittlerweile geht das ganze Leaking-Game sogar so weit, dass die Entwickler bewusst Lügen über die Spiele in die Welt setzen, damit Leaker ihre Kredibilität verlieren und ihnen niemand mehr Vertrauen schenkt. Es gab zum Beispiel Jahre Gerüchte über ein Star Fox Racing Game für Switch, super viele Leaker, die als renommiert gelten, sind darauf aufgesprungen, und am Ende des Tages sieht es so aus, als ob Nintendo selbst dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat. Aber selbst das ist keine bestätigte Info. Leute lesen einfach die Headline von einem Artikel und nehmen diese als Fakt hin. Oft hört man dann sowas wie: Aber die Person lag schon dreimal richtig, es muss stimmen. Und natürlich gibt es Industrie-Insider, die vorher Informationen bekommen. Aber meistens sind die Leute, die Informationen veröffentlichen, dann der Freund des Freunds des Freundes. Durch Weitererzählungen werden Informationen verfälscht oder falsch verstanden, und am Ende bringt es niemanden was. Von daher hinterfragt alles, was ihr seht, kritisch und zweifelt es grundsätzlich an. Nur weil jemand in der Vergangenheit richtig lag, ist das keine Bestätigung. Nur weil euer bester Freund etwas sagt, ist das keine Bestätigung. Die Wahrheit ist nur das, was von den Entwicklern offiziell bekannt gegeben wurde. Und auch wenn ich mir letzten Endes komplett darüber bewusst bin, wie Leaks diese Industrie durch falsche Erwartungshaltung zerstören oder dadurch, dass der Überraschungseffekt aus einer Ankündigung komplett rausgenommen wird, ich finde es einfach unglaublich unterhaltsam, mich mit ihnen auseinanderzusetzen, zu schauen, auf was für Ideen die Leute kommen und zu spekulieren, ob etwas davon stimmen könnte. Und solange ihr euch davon nicht enttäuschen lasst, falls es anders kommt, sollte das auch okay sein. Von daher schreibt mir bitte in die Kommentare eure Erfahrungswerte mit Gerüchten. Auf was für Gerüchte seid ihr schon reingefallen? Wie steht ihr zu ihnen? Und habt ihr vielleicht selber schon welche verbreitet und Stories dazu zu erzählen? Teilt mir alles, was euch dazu einfällt, gerne mit. Wie immer lese ich natürlich alles. Aber das war's an der Stelle von mir, und wartet, da kommt, glaube ich, gerade ein Sound aus meinem Drucker. Auf dem Blatt Papier steht, CoolSpot 2 kommt. Es steht auf einem Blatt Papier. Also muss es stimmen.